Oh, ey. Ich habe jetzt übrigens mal zwischengespeichert für den Fall, dass wir jetzt wirklich nochmal verrecken, dass wir hier weitermachen und nicht immer am Anfang wieder, dass ich die ganze Scheiße nicht nochmal neu machen muss. Das ist immer wichtig. So, jetzt muss ich mir gerade mich orientieren, nur dass wir wieder richtig laufen. Warte mal. Ist das schon richtig hier? Ich glaube ja. Das sehe ich jetzt. Oh. Warte mal. Ich glaube aber ja. Oh, ei, fick dich doch, ey. Mistviecher! Ja, klar! Natürlich! Wie schnell die mal down haben! Sofort drei Angriffe, da stehen zwei Kobras! Da liegen bei ihm zwei Kobras! Da renn mal! Bin jetzt sag mir nicht wieder. Nee, alles gut. Diesmal haben wir es genau so gehabt, wie ich das gespeichert habe. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich sehe ja nichts. So, jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen. Also, wie gesagt, ja, wie gesagt, wieder an der richtigen Stelle gespeichert, wo ich hergekommen bin. Stirb, du Missvieh. So. Da sind sie. Auch noch eine zweite daneben, oder? Soll ich auch eine zweite daneben eigentlich? Ja. Alter. Wo ist denn das Viech? Wo ist das Viech hin? In der Ecke sitzt es hier. Drecksding, Alter. So, ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie. So. Was ich verarscht jetzt? Bin jetzt wieder beim richtigen, beim Anfang oder was? Nee, bin ich nicht. Sah nur so aus, haben wir. Oder was?
Nee, nee, es sag nur so. Es kann nicht mehr weit sein. Ja, yeah, wir sind schon auch wieder da, wo wir. Geil. Jetzt sind wir da. Oh Gott sei Dank, was für eine Akt hier, ey, die Nummer. Alethia? Du hast mich gefunden, Hüterin. Was soll die Geheimniskrämerei? Eine Vorsichtsmaßnahme. Kein Sterblicher darf sehen, was ich dir zeigen werde. Tja, bevor du das tust, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich nahm ein Artefakt an mich, wie ich schon mal getan habe. Kannst du ihn reparieren? Bedauerlicherweise, nein. Es muss das ist blöd. Eine Möglichkeit geben. Der Speer meines Großvaters ist nun unbrauchbar. Der Speer des Leonidas wurde von der Isolde überwältigt. Irgendeine Kraft des Artefakts muss ihn an seine Grenzen gebracht haben. Das war's also? Er hat mir so treue Dienste geleistet. Ich fürchte ja. Aber deine Macht beschränkt sich nicht auf den Speer. Dein Eid als Hüterin des Stabs macht dein Schicksal weitaus komplexer. Ich zeige es dir. Was genau ist das? Die Welt, der Planet Erde, auf dem du lebst. Und all seine Menschen, gut und böse, unschuldig und wissend, friedliebend und gewalttätig. An diesen Orten hier findest du die ESO-Artefakte der Welt. Zurzeit sind sie versteckt. Es gibt noch mehr? Wer hat sie versteckt? Sie sind nicht ohne Grund da, wo sie sind. Aber genau das wissen wir nicht. Sie dienen einem geheimnisvollen Zweck. Was willst du damit sagen? Auf die Hüterin des Stabs wartet eine Aufgabe, falls du gewillt bist, sie zu übernehmen. Du wirst den Rest deines unsterblichen Lebens auf sie verwenden. Ungestört stellen sie keine Gefahr dar. Doch sollten sie in die falschen Hände geraten, könnten sie die Menschheit auslöschen. Also, mein Speer hat keine Macht mehr. Und ich muss diese Welt verlassen, um mehr von den Dingen zu finden, die ihn zerstörten? Die Menschen in Monster verwandeln? Ja, damit es nicht noch mehr Monster werden. Was hast du denn gemacht? Du willst, dass ich meine Heimat verlasse. Und alle, die ich liebe. Es ist traurig. Aber egal, was du tust, es wird geschehen. Sie sind sterblich. Eines Tages werden sie fort sein. Ich bin gekommen, damit du meinen Speer reparierst. Wenn du das nicht kannst, drehe ich auf der Stelle wieder um. Du kennst die Macht der Artefakte, Hüterin. Ihr Potenzial. Die Menschheit tut das nicht. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Vielleicht will ich gar nicht ewig leben. Darf ich mein Schicksal nicht selbst bestimmen? Ich will dich und die Artefakte vergessen. Ich gehe. Denk über meine Worte nach. Verlasse das Grab. Und ich soll auf der ganzen Welt nach unzähligen Artefakten suchen. Für den Rest meines Lebens. Toller Urlaub, Cassandra. Ha, ja, können wir hier nämlich das Ding mitnehmen. Ist einfach zu viel. Wie sollte ich das Herodotos und Barnabas je erklären? Sie würden das nie verstehen. Was sage ich nur, wenn ich sie finde? Oh, abgeschlossen, Grab des Fajax. So, muss ich da jetzt irgendwie noch was finden? Dann den Schatz einen nochmal suchen. Ich will noch ganz kurz gucken, ob da hier irgendwo noch was ist, was ich brauchen könnte. Achso, das sind die Fähigkeitspunkte. Ich habe zwei Fähigkeitspunkte. Ich habe mich schon gewundert, was das so oben rechts die ganze Zeit ist. Das sind einfach Fähigkeitspunkte. Okay. Die habe ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Moment. Boah, die Nummer mit den Schlangen, die gehen mir nur mal auf, ziemlich auf den Sack. Ich weiß auf den Schatz. Ich bin froh, ich hier raus bin. Oder? Kann ich auch klettern?
Kann ich hochklettern? Ist doch kein Ausgang da oben lang. Wir müssen doch hier. Oder ist der im Nebenraum? Oder wo war das? Warum? Weiß er doch, der sagt doch, der Ausgang ist doch hier, oder nicht? Ach, hier ist der. Warte mal, hier ist der Raum, den ich suchte. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ja, wir haben hier. Wir haben alle Feinde sowieso besiegt. So, treff hier Autos und dann mit der Bahn was bei den Wasserfällen. Nehmen alles mit, natürlich, klar. So, jetzt ist mal wieder die Scheiße da weg. Weiter geht's. Die Attacke-Tafel interessiert mich gerade herzlich wenig. Aber wir haben die Ruinen fertig. Ach, was für eine Scheiße. Mann. Eigentlich wieder normale Missionen machen oder müssen wir jetzt ewig bis zum Ende des Spiels diese Schatzsuche machen? Weil ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin ja aber froh, wenn ich immer wieder raus bin hier aus der Geschichte. Ich ehrlich bin, ich bereue es so ein bisschen, weil wir ja keine Fähigkeiten mehr haben. Ich zugebe ich tatsächlich, dass ich ein bisschen bereue, dass ich hierher gekommen Wo auch immer sie sich das Ding jetzt hinsteckt. Oder versteckt. Cassandra, wir haben ein Problem. Dito. Wo ist Barnabas? Er zog alleine los, um das zu suchen, was deinen Speer zerstört hat. Ist er noch bei Trost? Ich wollte ihm sagen, dass es sinnlos sei, aber er hat nicht auf mich gehört. Er hielt es für die einzige Lösung. Du hättest ihn aufhalten müssen. Weißt du überhaupt, wozu dieses Ding in der Lage ist? Er wollte helfen. Und dann macht er sowas, statt sich aus Ärger rauszuhalten? Ich muss es vor Barnabas finden. Malaka! So, das war die überbrachte Nachricht, liebe Leute. Ich finde Barnabas. Wow, 21.600 Erfahrungspunkte. Wow, nice one. Level 18. So, wir gucken mal. Wir haben noch zwei Geil. Ach, stimmt, die Fähigkeiten sind ja nicht verfügbar. Happy Birthday. Scheiße, stimmt, die Fähigkeiten sind ja nicht verfügbar. Ach, wie süß. So, ein Rotz. Ein scheiß Showhut oder was? Übervorsorglicher Hut.
die 15er mehr Dings ist. So, warte mal, gucken wir, was wir hier noch haben. Sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas Wichtiges. Nochmal Beine. Selbst die Beine sind jetzt uninteressant. Hier hat man was. Oh nee, das sieht aber scheiße aus. Das passt doch zu dem perfekten Strohhut, ey. Aber Fluchtgewand. Naja, mein. Das Fluchtgewand ist definitiv mal. So, Schatzjägerschlüssel brauchen wir nicht. Notizen des Kerkermeisters. Jetzt haben wir noch hier einen Bogen. Der definitiv besser ist als den, den wir momentan haben. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Genau, die beiden Geschichten. Der Schiffsführer und der Kyklop. Das haben wir ja gemacht. So, nächste Quest heißt dann Macht verdirbt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Morgen um 12 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen. Mein Let's Play ist Assassin's Creed Odyssey.